Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Es geht um die Bodenbirdies am Piratenpier. Na? Das ist er nicht. Ist natürlich immer schön, ein bisschen Geld dabei zu haben, aber im Prinzip interessiert uns das alles nicht. Da ich aber nicht mit vollem Herzen rausgekommen bin, gucke ich schon, dass ich ach, was man mitnehmen kann, man mitnehmen. Aber nee, doch, warte, da, Bodenbirdie. Tada! Und ihr seht, den ersten von sechs habe ich. Guckt vor allen Dingen im Hintergrund und im Vordergrund. Die werden nicht auf dem Weg sein. Sie sind immer im Hintergrund. So eine Dinger. Ja, die brauche ich auch. Nein, das ist kein Bodenbirdie. Der hat Flügel. Aber selbstverständlich nehmen wir die Schatzkiste mit. Ich meine, Geld ist Geld, ne? Ich brauche immer noch meine vollen Herzen. Ich habe da noch keine Blume bekommen. Da ist ein Bodenbirdie. Ups. Jetzt habe ich volle Herzen. Die sind manchmal auch voll fies versteckt, die Viecher. Also ganz genau gucken, Leute. Da hinten ist eins. Hier. Oh, scheiße, wie komme ich denn da ran, ey? Und jetzt. Boah, Alter, hat mich aber drei Eier gekostet, wa? Holla, die Waldfee, der war fies. Das ist doch erst das dritte Level. Wieso ist das so gemein? Ach, den nehme ich mit. Da haben wir schon drei, ne? Die Hälfte haben wir. Da stehen ein paar Birdies und ich glaube, da ist auch wieder ein Bodenbirdie bei. Ja, da, seht ihr das? Ganz fies fett hier vorne. Bodenbirdie. Ach, verpiss dich. Da ist ein Bodenbirdie. Den möchte ich mir aber gerne von hier aus holen. Ich habe beim Schießen immer gerne festen Boden unter den Füßen. So, einen müssen wir noch. Einen. Wo ist der letzte Birdie? Da! Direkt vor der Boss-Tür, den wir jetzt übrigens nicht machen müssen. Level beenden. So! Ich krieg endlich meine letzte Blume. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und wenn ihr Bock habt, macht doch ein Abo. Abo. Ey, was geht heute mit mir? Macht ein Abo und dann könnt ihr auch nichts mehr verpassen. Ja, Leute, und macht Abi. Abi ist auch wichtig. Aber nicht alles geht auch ohne Abi. Mit Abi macht ihr eure Eltern glücklich. Tschüss!